Ja, ich möchte über KI reden, über künstliche Intelligenz, aber nicht in dem Sinne, was gibt es da für Methoden, was gibt es für Algorithmen, welche neuronalen Netze brauche ich denn, sondern wie kann ich denn KI überhaupt nutzbar machen für Ingenieure? Weil wir denken, da ist eine große Kluft. Ingenieure denken anders, haben andere Modelle, andere Begrifflichkeiten und jetzt kommt hier KI und alle möglichen Leute sagen hier, KI, das ist die Lösung für viele Optimierungsprobleme und natürlich ist es das in vielen Fällen auch, aber wie kann man das wirklich zugänglich machen, wie kann ich es nutzbar machen? Ja, also Ingenieure stellen sich ja oftmals die Frage beim Einsatz von KI-Methoden, ist mein System überhaupt noch vertrauenswürdig? Kann ich mich darauf verlassen, dass das System immer noch die Eigenschaften hat, die es auch ohne den Einsatz von KI-Methoden hätte? Und kann ich so ein System überhaupt zertifizieren lassen? Kann ich das abnehmen lassen vom TÜV oder von anderen Organisationen? Kann ich also insgesamt eigentlich so arbeiten wie früher? Müsste man dann nicht den Einsatz von KI-Methoden, meistens sind es maschinelle Lernverfahren, zu einer Ingenieursdisziplin machen, dass also KI ingenieurmäßig handhabbar ist? So, jetzt sehe ich mal die Deckfolie, aber ich kann noch nicht weiter klicken. Okay, wunderbar, jetzt scheint es zu funktionieren. Also Fraunhofer brauche ich nicht viel sagen, macht angewandte Forschung. Wir sind eine große Organisation in Deutschland und ich komme jetzt vom Fraunhofer IOSB in Karlsruhe, wie schon gesagt. Und wir kümmern uns um IT für verschiedene Anwendungsdomänen. Ich leite dort eine Abteilung Informationsmanagement und Leittechnik. Und diese Forschungsfragen hier, die habe ich jetzt schon mitgeteilt. Also wie kann ich insgesamt KI-Methoden zugänglich machen, verlässlich, planbar, zugänglich machen, auch für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen. KI-Engineering gibt es natürlich auch auf Englisch, heißt AI Engineering, wenn man es direkt übersetzt. Da gibt es auch jetzt bei Gartner zum Beispiel seit 2-3 Jahren diesen Begriff. Und auch im Technology Trend 2022 ist AI Engineering aufgeführt. Wir möchten uns ein bisschen abgrenzen, weil AI Engineering hier sich hauptsächlich immer nur auf die KI-Methode konzentriert, auf die KI-Komponente. Aber eigentlich habe ich ja im ingenieurwissenschaftlichen Kontext nachher immer ein ganzes System. Ich muss ein IT-System konzipieren und ein neuronales Netz, ein maschinelles Lernverfahren, das ist eigentlich nur ein Teil davon. Und deshalb denken wir, der richtige Begriff eigentlich, was wir darunter verstehen, ist AI Systems Engineering, Systematic Engineering of AI-Based Systems. Und so haben wir es auch definiert. AI Systems Engineering adressiert die systematische Entwicklung und da wird immer mehr Schwerpunkt drauf verlegt werden, auf den Betrieb von KI-basierten Lösungen. Wenn KI mal im Einsatz ist, dann ist es ja nicht so, dass das für alle Zeiten so bleiben kann, sondern da ändert sich vielleicht der Kontext, da ändern sich die Daten. Passt überhaupt mein Verfahren, das ich habe, noch zum Kontext? Oder gibt es da eine Abweichung in der Datenverteilung, ein Distributional Shift zum Beispiel? Das muss ich erkennen und dann muss ich vielleicht nachtrainieren, muss mein System dann neu aufsetzen. Und auch das ist eine IT-Aufgabe, weil ich muss ja dann auch Versionsmanagement und so weiter alles beachten, weil letztendlich mein System sich auch danach, nach der Änderung noch so verhalten soll, wie es vorher war. Das sind also Engineering-Aufgaben, die wir adressieren wollen. Wir machen das Ganze im Rahmen von CC King, dem Competence Center for AI Systems Engineering, das sitzt in Karlsruhe und ist eine Aktivität gefördert vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, vom Fraunhofer IOSB, geleitet. Ich darf Projektleiter sein. Dabei ist noch das Forschungszentrum Informatik und das Karlsruher Institut für Technologie. Und wir betrachten dieses Thema unter verschiedenen Blickwinkeln. Zum einen von Seiten der treibenden Kräfte. Was führt uns eigentlich dazu, sowas anzugehen? Natürlich, die Digitalisierung ist ein Treiber hier, weil immer mehr Daten dann auch bereitgestellt werden können, die man systematisch dann auch wirklich nutzen kann.
KI wird auch als Innovationstreiber insgesamt bezeichnet und man stellt sich die Frage, okay, wie kann ich denn jetzt wirklich als Mittelständler so eine Methode einsetzen? Und die Regulatorik ist ein Thema, Gesetzgebung. Es entsteht gerade ein KI-Gesetz der EU-Kommission und da gibt es einige Einschränkungen. Da gibt es dann aber auch, wenn ich hochkritische Systeme habe, ein paar Vorgaben, die ich beachten muss, wenn ich KI-Methoden einsetze. Und was braucht der Ingenieur dafür? Er braucht ein Instrumentarium, er braucht einen Werkzeugkasten, um dann auf diese Regulatorik effizient antworten zu können. Das sind so die Treiber von der Business-Seite. Die Domänen, die wir betrachten, sind Mobilität und Produktion. Natürlich könnten wir auch ganz andere noch betrachten, Gesundheit, Medizin, Smart Cities, auch überall dort habe ich ähnliche Systeme. Und bottom-up betrachten wir das Ganze auch als Forschungsthema. Wir wollen Methoden des KI-Engineerings definieren, Werkzeuge aufbauen und das Ganze dann in Anwendungsfällen in diesen zwei Domänen lösen. In Karlsruhe haben wir jetzt eine Karlsruher Forschungsfabrik, ideal geeignet für derartige Fragestellungen. Die Karlsruher Forschungsfabrik für KI-integrierte Produktion, ganz neu eröffnet Ende März. Hier laden wir die Industrie ein, mit uns zusammen an derartigen Fragestellungen zu arbeiten, Demonstratoren aufzubauen, echte Probleme zu untersuchen. Wie kann ich das mit Hilfe von KI lösen? Was ist der Vorteil? Wie kann ich sowas machen, dass es planbar und verlässlich nutzbar ist? Wenn Sie da Interesse haben, kommen Sie auf mich zu oder kommen Sie auf den Fraunhofer Stand. Dort haben wir auch eine extra Stele für das Thema Karlsruher Forschungsfabrik. Und im Rahmen von CC King bearbeiten wir unsere Produktionsfragestellungen in dieser Forschungsfabrik. Im Bereich Mobilität gibt es auch in Karlsruhe ein Testfeld autonomes Fahren. Und dort sind insbesondere die Kollegen vom Forschungszentrum Informatik dabei, KI-Methoden in das Thema automatisiertes Fahren, autonomes Fahren zu integrieren. Ganz wichtig ist uns, es gibt verschiedene Betrachtungsweisen für AI Systems Engineering. Es gibt hier eine gewisse Kluft, es gibt eine Lücke zwischen der Denke des Ingenieurs, des Data Scientists, des Datenwissenschaftlers und auch des Informatikers oder allgemein des IT-Experten, des IKT-Experten. Diese Kluft müssen wir in einem Projekt überwinden können. Das ist eine kulturelle Kluft. Das fängt an, dass man Dinge unterschiedlich benennt. Das geht weiter damit, dass ein Ingenieur sich ganz gerne ein mathematisches Modell der physikalischen Umgebung macht und dann ganz genau ausrechnen kann, was passiert wann. Ich habe da eine Ursache, was ist die Wirkung? Wenn ich jetzt datengetrieben vorgehe und dann maschinelles Lernverfahren habe, dann kenne ich diese Ursache-Wirkungsbeziehung eigentlich nicht, sondern ich verlasse mich darauf, dass meine Trainingsdatensätze so gut sind, dass das Ergebnis nachher der Realität am besten entspricht. Und das ist eine ganz unterschiedliche Herangehensweise und Denkweise und eigentlich muss man beides zusammenbringen, einen hybriden Ansatz bringen, damit ich auch einen verlässlichen Einsatz dann von KI-Methoden in der Praxis habe. Und dann kommt noch der Informatiker dazu, der sagt, okay, wie kann ich das Ganze jetzt in eine Edge-Umgebung, eine Cloud-Umgebung integrieren, wie skaliert das Ganze, wie kann ich Standardschnittstellen der Industrie 4.0 einsetzen, sodass ich wirklich auch eine Offenheit habe, wie kann ich den maschinellen Lernverfahren überhaupt beschreiben mit Metadaten, damit ich wie aus einem Instrumentenkasten mich bedienen kann für eine Problemlösung. Diese Sachen muss man zusammenbringen und hier denken wir, dass man eine neue Disziplin, nämlich KI Engineering, the Karlsruhe Way of AI Systems Engineering, benötigt. Wir haben ein Buch geschrieben, Informatik in der Fabrik, wo wir die Denke des Ingenieurs zusammenbringen wollen mit dem Denke des Informatikers. Auch da gibt es schon riesige kulturelle Unterschiede und so langsam mit Industrie 4.0 wächst dieses zusammen. Und jetzt kommt noch die KI dazu. Welche Dimensionen müssen wir betrachten für die Anwendungen? KI-Engineering brauche ich nicht für jedes Problem. Ich brauche es dann, wenn ich eine hohe Kritikalität habe, wenn also der Ausfall eines Systems wirklich enorme Probleme in finanzieller oder auch unfalltechnischer Sicht nach sich bringen
würde, mit sich führen würde. Wenn die Komplexität sehr hoch ist des Systems, organisatorisch oder auch technisch, wenn es um Systeme von Systemen sich handelt und wenn ich einen echten Bezug habe zu der physischen Realität. Für Börsenprognoseverfahren brauche ich vielleicht keinen so einen ingenieurmäßigen Ansatz, aber wenn es darum geht, ein Leitsystem in einer Chemieanlage mit KI-Methoden auszustatten, dann sieht es ganz anders aus. Da habe ich einen echten Bezug zur Realität und wenn das KI-System mir vorschlägt, das Ventil vielleicht zu schließen, dann möchte der Ingenieur auch wissen oder der Operator, weshalb und was steckt dahinter. Was ist die Ursache? Deshalb brauche ich dann erklärbare KI und das wäre die dritte Dimension, die man hier betrachten muss. Ja, aus Sicht des Ingenieurs fange ich irgendwo mal an. Ich habe eine ganze Menge von Anforderungen. Ich habe natürlich eine Idee im Kopf, die es zu lösen gilt. Ich habe funktionale Anforderungen, nicht funktionale Anforderungen. Ich muss mir die Frage stellen, was für Datensätze habe ich denn überhaupt? Strukturierte Daten, unstrukturierte Daten, also Bilder, Videos, all das muss ich zusammenführen. Und oftmals habe ich vielleicht auch noch ein Logfile oder irgendwelche Aussagen der Operator in textueller Form. Die helfen natürlich auch für eine Problemlösung und nicht zu vergessen, das Wissen über den physikalischen Prozess, das Expertenwissen oder auch das mathematische Wissen, das man sich gemacht hat, die mathematischen Modelle, die will ich alle mit integrieren und ganz wichtig auch die Frage, was für ein Investment steckt dahinter, wie viele Ressourcen habe ich zur Verfügung, personeller Art oder auch budgetmäßiger Art. So, und dann brauche ich aber eine Systematik. Dann muss ich irgendwie sagen, okay, das sind meine Ausgangsbedingungen und jetzt möchte ich systematisch vorgehen und wie mache ich das jetzt? Dazu braucht man einen Prozess. Und diesen Prozess nennen wir PACE, Process Model for AI Systems Engineering. Und da möchte ich nachher noch ganz kurz drauf eingehen. Erst dann kann ich wirklich die ganzen Welten der Data Scientists mit einbeziehen. Die ganzen Verfahren, ob es jetzt überwachtes Lernen ist, unüberwachtes Lernen, Reinforcement Learning, verstärkendes Lernen, wie auch immer. Erst dann kann ich das wirklich systematisch integrieren. Und dann auch aus Sicht des IT-Experten ein IT-System bauen, das wirklich dann auch nachhaltig ist und den Ansprüchen genügt. PACE wurde veröffentlicht von CC King, zunächst in Deutsch, auf Deutsch, ja, aber auch mittlerweile auf Englisch. Sie können auf die Webseite gehen von CC King, Sie können sich das White Paper runterladen. Und hier sehen Sie schon mal, hier, wie das Ganze sich grundsätzlich darstellt. Wie man sieht, ist es eine Mischung zwischen einem Wasserfallmodell und einem agilen Vorgehen. Jetzt würden Sie sagen, ja, Wasserfallmodell, das hat man früher gemacht, brauche ich heutzutage nicht mehr. Stimmt aber nicht, weil wenn ich wirklich ein Ingenieursystem aufbaue, dann muss ich irgendwann mal auch harte Entscheidungen treffen. Muss sagen, okay, ich brauche jetzt die Komponente, ich muss die kaufen, ich muss die bestellen, ich muss Hardware kaufen, ich muss einen Roboter kaufen, was auch immer. Und da kann ich nicht dann in agiler Weise sagen, naja gut, in 2 Monaten, ja, das war vielleicht doch nicht der richtige Roboter, ich brauche jetzt einen anderen. Das geht einfach nicht. Deshalb muss ich derartige Entscheidungen schon dann auch solide treffen können. Das IT-System, die Softwareentwicklung, die kann durchaus und sollte durchaus agil passieren, damit auch nicht, dass man sich nach und nach da an die Lösung herantasten kann. Deshalb hier eine Mischung aus klassischem Wasserfalldenken und Modell und einem agilen Vorgehen. Ja, wann kommt das agile Vorgehen ins Spiel? Dann, wenn ich die funktionale Dekomposition des Systems gemacht habe, wenn ich mal so überlegt habe, okay, das sind die Anforderungen, ich mache jetzt ein Systemkonzept, ein Architekturkonzept und da gibt es jetzt einzelne Komponenten, Subsysteme, wie auch immer, die kann ich jetzt funktional absondern, die kann ich separat beschreiben. Und das können jetzt Subsysteme sein, das können aber auch KI-Systeme sein, KI-Komponenten sein. Das können auch Datensätze sein, eine Datenbank, die ich einbinden muss oder Sensorik, die ich einbinden muss, um Daten zu gewinnen. Oder halt irgendwelche unterstützenden Systeme, Assistenzsysteme, Mensch-Maschine, Schnittstelle und so weiter. Das betrachten wir als Subsysteme und diese kann ich dann gemäß ihrem Charakter agil entwickeln. Beispiel, ich habe hier jetzt ein kamerabasiertes System,
also ein Sensor, der irgendwas detektieren soll, ein Objekt entdecken soll. Da könnte ich jetzt sagen, dieser Detektor, das ist mein KI-basiertes Subsystem. Dazu brauche ich Datensätze. Das können die Daten sein, die im Rahmen von Trainingsreihen aufgenommen wurden, dass ich gute Trainingsdatensätze habe. Und jetzt trainiere ich mein System und bewerte das und verbessere das nach und nach. Das kann ich agil machen. Und irgendwann komme ich dann zum Ergebnis, jetzt bin ich so weit, dass das System den Ansprüchen entspricht. Und ich bringe das jetzt über definierte Meilensteine dann zusammen mit anderen Subsystemen. So ist es gedacht. Erstmal agil, dann dekomposieren, also aufteilen auf verschiedene Subsysteme. Die kann ich gegebenenfalls agil entwickeln und dann führe ich die über Meilensteine wieder zusammen und kann sie bewerten. Und dann kann ich vielleicht wieder zurückgehen, wenn die Kriterien noch nicht erfüllt werden. Das ist alles in dem PACE-Modell hier aufgeführt und je nach Charakter, wie schon gesagt, des Subsystems habe ich dann unterschiedliche Untervorgehensweisen für die Entwicklung der Subsysteme. Hier für ein maschinelles Lernverfahren, da gehe ich anders vor, wie wenn es um die Bereitstellung von Datensätzen geht. Jetzt werden Sie sich fragen, naja gut, alles recht und schön, ich kann mir auch das PACE-Modell da runterladen. Bin ich denn dann allein gelassen? Nee, das ist nicht so. Unser Kompetenzzentrum CC King nimmt Sie mit auf dieser Reise in der Nutzung von KI-Methoden. Wie können Sie mit uns zusammenarbeiten? Wir haben zwei Transferinstrumente. Das eine ist ein sogenannter Quick-Check. Da sagen Sie, ich habe irgendein Problem. Irgendein Optimierungsproblem oder ich möchte ein neues Produkt entwickeln, wie auch immer, da ist vielleicht KI drin, wie gehe ich denn vor? Dann können Sie mit dem Problem an uns herantreten und wir analysieren dann das Problem mit Mitteln des Projektes, mit CC King und beraten Sie, machen daraus einen Steckbrief, Sie bekommen noch ein längeres Dokument, der Steckbrief wird veröffentlicht. Und Sie können dann das Projekt individuell planen oder mit uns dann weiter treiben in Form eines Transferchecks. Beim Transfercheck, da sagen wir, okay, wir haben Methoden und Werkzeuge zur KI-Nutzung für ingenieurtechnische Anwendungen. Unter anderem gehört das PACE-Modell da dazu. Es können aber auch andere Werkzeuge sein zur Datenanalyse, zur Datenvisualisierung, zur Ausreißererkennung, zur Validierung, zur Optimierung, wie auch immer. Und diese Werkzeuge können Sie mit uns zusammen dann für Ihr Problem anwenden in Form eines Transferchecks. Da suchen wir durchaus noch Partner, die bereit sind, hier mitzuwirken, mit uns zusammen diese Werkzeuge zu evaluieren. Wenn Sie also da Interesse haben, kommen Sie auf mich zu. Das können wir gerne dann in den nächsten Monaten gemeinsam machen. Kostet Sie nichts im Rahmen des CC King-Projektes. Sie müssen nur Manpower mit einbringen. Im Rahmen von CC King haben wir Mittel, um diese Sachen mit Ihnen zusammen zu erarbeiten. Es gibt schon eine ganze Reihe von Beispielen von Unternehmen, mit denen wir sowas zusammen gemacht haben. Da geht es um Anomaliedetektion, da geht es um die Produktion von Betonteilen, ultrahochfester Beton. Da geht es um das Überwachen von Produktionsanlagen. Da geht es um Simulationsmodelle und viele, viele andere Sachen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wir haben hier auch einen Stand, gerade 50 Meter in die Richtung, der ganz gelbe Stand, The Land, Baden-Württemberg, Baden-Württemberg International. Dort ist auch die Autorin und die Editorin des PACE-Modells, die Frau Dr. Hasterock, auf dem Stand und kann Sie beraten zu diesem Thema, kann Ihnen auch die Details erklären. Besuchen Sie uns in der Halle 2, also in dieser Halle auf dem Stand B21 von Baden-Württemberg International. Vielen Dank und für Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung.